Willkommen heute im wunderschönen Bayern zu einem weiteren Polit-Talk in Relation zu Integration, Afghanistan und der Frage, wie geht es eigentlich Frauen, die aus Stammeskulturen kommen ursprünglich und hier sich vollends integriert haben und das Leben genießen. Zu meiner Rechten Dunya Samari, Jahrgang 87, in München geboren, ein bayerisches Mädel. Eltern aus Afghanistan, Kabul, Abitur in Bayern, Managementstudium, 5 Jahre Leitung, Kundenservice bei einem großen Autohersteller. Seit 5 Jahren Abteilungsleiterin, Kundenbetreuung einer Tochter der Augsburger Allgemeine, Digital Factory. Ihr unterstehen 53 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dunya ist eines von 3 Kindern, 2 Brüder. Sie ist das erstgeborene Mädchen in der Familie. Sie ist ein Familienmensch und liebt ihren Zwergspitz Coco. Sie mag sinnvolle Gespräche, Reisen und gutes Essen. Mir gegenüber sitzt Florian Osner, Niederbayer und Diplom-Volkswirt mit internationaler beruflicher Erfahrung in einem US-Technologiekonzern. Abitur, Grundwehrdienst bei der Luftwaffe, 2000 bis 2005 Volkswirtschaftslehre an der Universität in Regensburg, also auch in Göteborg in Schweden studiert. Mit 3 Geschwistern auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, römisch-katholisch, verheiratet, 2 Kinder. Ehrenamtlich beim THW und der örtlichen Feuerwehr aktiv, packt auch mal selber an und fährt Traktor. CSU-Kreisvorsitzender im Landkreis Landshut, stellvertretender CSU-Bezirksvorsitzender in Niederbayern. Seit 2013 für die Region Landshut, Kelheim im Bundestag, merkasiatische Küche und italienisches Eis. Danke vielmals für dein Kommen. Vielen Dank. Dunya, du siehst die aktuellen Bilder im Fernsehen zum Thema Afghanistan. Deine Eltern kommen ursprünglich aus Kabul. Du hast die Machtergreifung der Taliban mitbekommen. Trotz dessen, dass du in Bayern groß geworden bist, hast du doch eine gewisse Empfindung zur Situation. Kannst du uns deine persönliche Lage näher beschreiben? Natürlich. Die Bilder der letzten Tage bereiten mir natürlich sehr große Sorge. Als jemand, der ein geborenes Münchner Kind ist, so habe ich dann noch natürlich meinen Ursprung und meine Wurzeln in Afghanistan. Das heißt, ich meine, das war der 15. August, als die Taliban in Kabul einfielen, muss ich sagen, ja, hat das sehr viele Emotionen hervorgerufen. Also sehr viel Trauer, sehr viel, also ein sehr großer Schock, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat mich so ein bisschen erinnert, vom Schocklevel her, an die Bilder, die damals beim 11. September, als ich noch ein Kind war, bei mir entstanden waren. Also ich habe da so gewisse Parallelen gesehen, auch wenn es andere Situationen waren. Ja, Trauer, Sorge und ich habe ganz, ganz viel Herzrasen gehabt, als in den frühen Morgenstunden mein Vater dann auf uns zugekommen war zu Hause und meine Mutter und mir gesagt hat, oh Gott, die Taliban sind über Kabul eingefallen. Wenn du sagst, oh Gott, die Taliban sind über Kabul hergefallen, ja, als Muslima, dann vergessen wir oft, dass gerade die Frauen, aber Muslime, unter dieser Situation zu leiden haben. Wir pauschalisieren sehr stark, sehr gerne die Situation in Afghanistan und sagen, Flüchtlinge kommen, wir haben Angst. Und dann betrachten wir Dunya als jemand, der sich selber als bayerisches Mädel bezeichnet, als Muslima, die aber hier ein freiheitliches Leben. Da ist doch irgendwo bei diesen ganzen Stammtischdebatten irgendwo ein Fehler in dieser Wahrnehmung, Florian. Wie kann man das betrachten? In der Tat, Dunya ist wirklich ein wahnsinnig gut gelebtes Beispiel der Integration und wie es am Ende bei uns in Bayern, in München, wirklich sehr, sehr gut und toll klappen kann. Das muss man wirklich ganz offen sagen. Und exakt diese Stammtischgespräche, diese Biertischgespräche sind oft in völlig anderer Richtung. Deshalb müssen wir differenzieren, auch politisch. Jetzt natürlich vernünftig jetzt eruieren, an was hat es am Ende auch gelegen, dass wir als westliche Welt nicht mehr dagegen haben tun können, jetzt was die Entwicklungen in Afghanistan anbelangt, trotz 20-jähriger militärischer Intervention. Und darum ist es wichtig, dass es so geliebte Beispiele wie die Dunya gibt,
die letztendlich vorlegen kann, dass eben in Bayern, in Deutschland, Integration gut funktionieren kann. Und deshalb bin ich da wirklich, Dunja, dir sehr, sehr dankbar. Dunja, wie schmerzhaft ist es für dich als bayerische Deutsch-Afghanin, wenn du diese Stammtischgeräte mitbekommst und die Menschen sagen, ach, jetzt nehmen wir wieder Flüchtlinge auf und das sind alles Extremisten und Terroristen und die werden uns belagern etc. Wie fühlst du dich persönlich dabei? Das ist natürlich im ersten Moment erstmal verletzend, ja? Weil es, wie soll ich sagen, es gibt nicht das komplette Bild wieder. Auf der anderen Seite bin ich diesen Menschen, die ihre Bildung und ihr Wissen einfach auch medial ja, übermittelt bekommen, gar nicht so sauer, weil sie natürlich nur das wiedergeben können, was sie mitbekommen. Ich sage dann immer, wie soll ich sagen, jede Geschichte hat immer zwei Seiten. Natürlich gibt es diese Menschen, die sich nicht integrieren möchten, gibt es ganz klar. Die gibt es aber in verschiedenen Kulturen und unabhängig von der Religion. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, wenn dann Menschen zum Beispiel mit mir zu tun haben und dann mitbekommen, dass eigentlich mein Ursprung aus Afghanistan ist, dann sind sie oftmals sehr überrascht. Unabhängig davon, dass ich natürlich die deutsche Sprache sehr gut beherrsche, als Beispiel. Sie sagen dann oft, gerade diejenigen, die diese Stammtischweisheiten von sich geben, ja, aber bei dir ist das was ganz anderes. Ja? Dich meinen wir damit ja gar nicht. Ja? Du bist ja hier willkommen. Und dann sage ich, naja, ganz ehrlich, ihr müsst auch dieses Bild zulassen, ja, dass es uns auch integriert, dass es uns auch demokratieliebend gibt, dass es uns auch ja, freiheitsliebend gibt, ja, als genauso ein wichtiger Teil der Gesellschaft mit euch sozusagen hier, also wir sind hier und uns gibt es in verschiedenen Formen und das möchten einfach manche nicht wahrhaben und deswegen ist es für sie einfacher zu sagen, ja, aber bei dir ist es was anderes und ja, jemand wie du, der ist hier willkommen, der ist gar nicht gemeint, ne? Das löst auch was in einem aus und oft sind sie überrascht und sagen, ja, du siehst gar nicht afghanisch aus. Und da muss ich mal lachen, weil ich mir denke, okay, wie hat denn eine Afghanin eigentlich auszusehen, so, okay, was ist denn gar nicht so afghanisch, kriegt man vielleicht ein bisschen heller jetzt so, ist ja Durchschnittsafghane möglicherweise, aber so insgesamt, wie sieht denn so der typische Afghane aus? Wie hat denn eine Afghanin zu sein? Wie hat sie zu kommunizieren? Ja, also solche Dinge spielen natürlich eine Rolle. Erste Frage an Florian. Wenn wir heute die einzelnen Schlagzeilen durchgehen in Online-Magazinen, durchaus renommierten Zeitungen und wir sehen uns die Posts an der Bürger und Bürgerinnen, dann spürt man, dass sie Angst haben. Sagen sie, wozu holen wir tausende Afghanen ins Land? Wozu bauen diese Luftbrücke? Wozu riskieren wir das Leben von Soldatinnen und Soldaten? Erklären wir den Bürgern das nicht gut genug? Hat da die Politik Defizite, was die Kommunikation angeht? Definitiv können wir immer in allen solchen schwierigen Lagen, gerade jetzt auch bei so außenpolitischen Krisen, wesentlich besser auch die Sachlage verortet werden. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, jetzt im Übrigen auch die größte Evakuierungsaktion der deutschen Bundeswehr. Ich meine, das ist ein Riesenkraftakt. Ich möchte das verbinden mit einem großen Dank an die Bundeswehr, die jetzt da viele, viele Ortskräfte wirklich auch evakuiert, aus den Krisengebieten rausgeholt haben und damit ihnen Schutz für Leib und Leben am Ende gewährleistet haben. Und genau das muss man erklären, dass auch solche Entwicklungen auch nicht immer überall planbar sind. Man hätte sich besser vorbereiten können. Wir werden das auch noch genau politisch natürlich aufarbeiten müssen, wo am Ende die Entscheidungsebenen womöglich nicht auch gut miteinander kommuniziert haben und am Ende auch die Öffentlichkeit vielleicht nicht immer richtig informiert wurde. Am Ende bleibt jedoch jetzt alles daran zu legen, Afghanistan so weit wie möglich zu stabilisieren. Flüchtlingsströme, sollten sie denn kommen, auch nicht aus meiner Sicht ungeordnet sein zu lassen, humanitäre Hilfe da zu bieten, wo es wirklich notwendig ist. Es kommen die Vorschläge im öffentlichen Raum, eine Art entmilitarisierte Zone zu schaffen, entweder noch in Afghanistan rund um den Flughafen Kabul oder auch in den Nachbarländern, wo wir dann mit UNHCR, also mit den Hilfsorganisationen, auch mit reingehen können, um denjenigen zu helfen, die letztendlich keine Chance
unter dem Regime der Taliban haben. Ich denke, das ist auch unsere Verantwortung der westlichen Welt. Aber natürlich herrschen auch Ängste vor. Gerade wir als CDU und CSU, als eine, die einen starken Staat propagiert, die selber sagt, wir müssen Recht und Ordnung auch letztendlich für uns gewährleisten. Es ist ganz entscheidend, hier Lösungen anzubieten und nicht in den Angstkanon zu verfallen. Uns steht es gut an, von der politischen Klasse nicht die Ängste zu schüren, sondern am Ende Lösungswege anzubieten. Wir sind auf guten Wege aus meiner Sicht. Jetzt müssen wir es noch richtig kommunizieren. Nun ja, du hast noch Verwandte in Afghanistan, du hast Bekannte dort, du bekommst es mit. Was sind die Lösungswege, die wir letzten Endes gehen müssten, um dementsprechend auch jenen zu helfen, die Hilfe brauchen? Ich habe glücklicherweise, also es ist wirklich ein sehr glücklicher Umstand, nicht mehr sehr viel Familie in Afghanistan. Damals 1979 nach der Invasion der Russen ist sehr viel Familie unsererseits geflüchtet und hat mittlerweile ja, im Exil wirklich weltweit sind wir verstreut. Mein Vater kam 81 hierher, meine Mutter beispielsweise 86. Gibt es nicht mehr sehr viel Familie, sondern wir sind überall auf der Welt verstreut, in den USA, in Deutschland, Frankreich, Australien etc. Also sind dahingehend überall auf der Welt. Habe noch etwas Familie, einen Onkel mit seiner Familie, die noch in Kabul leben. Und natürlich ist da auch sehr viel Besorgnis da im Raum. Auch natürlich bei der Familie meiner Mutter, dessen Bruder eben noch dort ist. Wir halten Kontakt, selbstverständlich. Wir wollen natürlich wissen, wie es der Familie geht. Wir machen uns natürlich große Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Ja, mit dem Einfall der Taliban, 20 Jahre lang waren sie sozusagen, man kann nicht sagen, sie waren existent, aber sie waren nicht an der Macht. Und dahingehend hat sich natürlich in den letzten Jahren oder in den letzten Tagen eigentlich viel Hoffnung zerschlagen, was sich bei jungen Frauen aufgetan hat. An dem Tag, an dem die Taliban über Kabul eingefallen sind, haben 1700 mutige Frauen voller Hoffnung an ihren Halbjahresprüfungen gesessen. Und mir tut es unheimlich leid im Herzen, wenn ich an diese Frauen denke, weil wenn eine Staatsstruktur zerfällt, dann sind die größten und ersten Opfer immer die Frauen und die Kinder. Und deswegen blutet mein Herz für sie. Ich darf und will natürlich der Taliban dahingehend nicht auch noch die Macht über zu viele Emotionen, wie man das lebt. Wichtig ist, der Kontakt zu meiner Familie besteht. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut, kann man sagen, aber es ist natürlich auch sehr viel Unsicherheit da. Wie werden sich die Entwicklungen in den nächsten Monaten auch auf das tägliche Leben auch für sie auswirken? Beispielsweise die Universitäten, sofern ich informiert bin, haben am nächsten Tag noch die Frauen, wir haben Richterinnen, wir haben Expertinnen in den letzten Jahren groß werden lassen und da ist die Zukunft ungewiss. Und eben die Universität konnte bereits am nächsten Tag nicht von Frauen besucht werden. Das natürlich auch mir, die hier studieren durfte, das tut mir sehr weh, weil sie natürlich Träume hatten, Hoffnungen hatten, teilweise in die Vereinten Nationen, die hatten, das ist alles momentan zerplatzt. Kurz zusammengefasst, prägnant, was sind die Träume dieser Frauen, dieser jungen Generation, dieser jungen Menschen in Afghanistan? Was sind ihre Ziele? Ihre Ziele sind natürlich erstmal gehört zu werden, Bildung erhalten zu dürfen. Ihre Ziele sind, dass sie in Freiheit leben können. Es geht nicht darum, wie soll ich sagen, ich bin auch Muslima. Ich weiß nicht, ob man das Muslima-Dasein einem unbedingt ansehen muss, aber das ist etwas, das hat man im Herzen. Glauben ist was Individuelles und das muss jeder für sich, in welcher Form er das ausleben möchte, muss jeder für sich ausmachen, aber ich bin Muslima. Auch stolze Muslime. Diese Menschen ihren Glauben ausleben zu dürfen, gleichzeitig aber auch, ich muss sagen, die Hoffnung zu haben, dass sie beruflich tätig sein dürfen, dass sie gleichwertig auch zu Männern existieren dürfen. Ich habe ganz große Befürchtungen und ich glaube nicht nur ich, sondern viele Teile auch der Gesellschaft, dass dies nun nicht mehr gegeben sein wird, dass Frauen so die schrecklichen Bilder, ich war zwar noch sehr jung, aber ich erinnere mich sehr wohl an ganz schreckliche Bilder, in der Männer gesteinigt oder ausgepeitscht wurden, hingerichtet wurden, weil ihre Bartlänge nicht gepasst hat, in der junge Menschen schlimmste Bestrafungen ausgesetzt waren, weil sie Musik gehört haben. Ich durfte beispielsweise bereits als 6-Jährige auf die Musikschule, also das sind so Dinge,
Es widerspricht sich sehr und ich glaube, dass diese Menschen genau davor Angst haben, keine Bildung, dass man ihnen berufliche Werdegänge verwehrt, dass sie unter dem Regime der Taliban eben nicht mehr ihr Expertenwissen abrufen dürfen, dass sie Dinge, zum Beispiel, ich denke gerade an die Bürgermeisterin, ich meine von Wardak, ja, auch eine sehr mutige Frau, der, soweit ich weiß, jetzt die Flucht gelungen ist nach Deutschland, drei Anschläge der Taliban ja, überlebt hat, deren Vater auch schon ermordet wurde und die gesagt haben, entweder räumst du jetzt quasi dein Amt oder wir werden dich und deine Familie töten. Also es ist sehr, sehr ja, brisant und beunruhigend. Florian, zum Abschluss, du als Politiker, du hast ja gerade angehört, was Dunja gesagt hat als Muslima, aber das, was ich sagte, klingt sehr nach europäischer Werteordnung, nach einem System, welches wir gemeinsam leben. Müssen wir unser Bild von Musliminnen und Muslimen aus Afghanistan ändern, wenn es um die Jungen geht? Wenn du das hörst, was sie gerade sagt, müssen wir die Debatte dahingehend auch viel differenzierter betrachten, um zum Beispiel der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, die genau solche Situationen ist, um Angst zu schüren und letzten Endes Populismus in die Köpfe der jungen Bürger und Bürgerinnen einzupflanzen. Dunja hat es absolut eindrucksvoll aus meiner Sicht geschildert, was am Ende die Wünsche sind, dass man in die Schule geht, dass man sich ein Stück weit selbst verwirklicht, dass man Meinungsfreiheit, dass man am Ende die freiheitliche Demokratie auf Basis des demokratischen Grundgesetzes leben kann. Und das sind für uns mittlerweile so Selbstverständlichkeiten. Dunja hat es so eindrucksvoll beschrieben, dass es eben keine Selbstverständlichkeit sein muss, wenn man in Regimen aufwächst, die das in keinster Weise tolerieren. Darum möchte ich einfach vorweg mal herausstreichen, Simon, wie wichtig das ist, dass wir wirklich für unsere freiheitliche Demokratie kämpfen. Und wie wichtig es am Ende ist, solche Lebensbiografien wie die Dunja auch wirklich mit einzubeziehen, zu sehen, wie stark Integration funktionieren kann mit Muslimen, wie toll, dass am Ende wir in unserer Gemeinschaft das gemeinsam auch erleben, unser freiheitliches Grundverständnis und wie am Ende es entscheidend sein wird, wie wir in der öffentlichen Debatte jetzt damit umgehen, wenn am Ende politisch diese Ängste instrumentalisiert wird exakt das Gegenteil erreicht. Integration wird damit unmöglich, zumindest erschwert, und am Ende wird das Zusammenleben immer mit ein Stück weit auch mit Argwohn, mit Misstrauen, aber definitiv nicht mit gegenseitigem Vertrauen dann organisiert sein. Das ist am Ende der entscheidende Punkt, wo sich Politik versündigen kann, Volksgruppen, ethnische Gruppen gegenseitig aufzuhetzen. Nein, ganz im Gegenteil, wir als Politiker haben die große Aufgabe, alle, die bereit sind, auf unserem deutschen, freiheitlichen Grundverständnis ihr Leben aufzubauen, zu schützen, in Solidarität, im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Das ist der entscheidende Punkt. Da haben wir eine große Verantwortung. Das sollten wir auch leben. Und ich denke, wir als Unionsparteien in der Mitte legen auch alles daran, das am Ende auch umsetzen zu können. Wir brauchen aber auch politische Partner und natürlich Unterstützung aus der Bevölkerung. Dunja, zum Ende hin, wenn du einen Wunsch hättest, einen Wunsch für die Frauen in Afghanistan, welcher Wunsch wäre das? Mir ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt, nachdem die Truppen jetzt abgezogen sind und die Zukunft der Frauen und der Kinder vor allem so ungewiss ist, man darf Afghanistan nicht vergessen. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Das, was wir 20 Jahre lang, worauf wir hingearbeitet haben, darf nicht umsonst gewesen sein, war es auch nicht. Ja, natürlich, Frauen sind zur Bildung gekommen, ja, aber wir dürfen dieses Land nicht vergessen, wir dürfen die Zukunft viele junger Menschen nicht vernachlässigen und vergessen und jetzt damit sozusagen die Akte schließen und die Augen verschließen, das wäre sehr, sehr schlimm. Ja, und mein Wunsch wäre dahingehend, Augen, Herzen und Ohren zu öffnen, ja, und auch die Taliban sozusagen nicht zu, so, oder das Land nicht zu isolieren, sondern ich glaube, das würde die Situation noch mehr verschlimmern, wenn wir dort die Verhandlungen und die Forderungen auch einstellen, sondern ganz klar sie darauf hinweisen, ja,
wohin die Reise gehen sollte, muss, ja, damit dieses Land wirklich wachsen und gedeihen kann, damit die Menschen auch in ihren Ängsten auch besser abgeholt werden. Die Amtshandlungen, die jetzt kommen, die ganze Welt richtet ihre Augen auf das Land, die, man sagt in Deutschland, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wenn da jetzt mal was Gutes passiert, das überbewerte ich nicht, sondern was wirklich wichtig ist, wie sind die Entwicklungen der nächsten Wochen, der nächsten Monate? Wie ist es, wenn der Fokus ein bisschen von Afghanistan weggelenkt wird? Was ist dann wirklich Sache? Was sind dann wirklich die Taten, die folgen werden? Und mein größter Wunsch, man muss die Taliban wirklich mit an den Tisch holen und ganz klar auch die Werte, die aus meiner Sicht auch die Bevölkerung möchte, nämlich, dass sie in Freiheit leben dürfen, dass sie den Zugang zur Bildung weiterhin erhalten, unabhängig vom Geschlecht. Ja. Ich glaube, dass das ja sehr wichtige Schritte sind und das wünsche ich mir für Afghanistan, für meine Landsleute. Ich wünsche mir, nachdem wir heute die Sichtweise einer Muslima gesehen haben, die Werte vertritt, die durchgehend europäisch, westlich klingt, Bildung für Frauen, etwas Wunderbares. Ich wünsche mir, dass alle, die bei der jetzigen Bundestag ihr Kreuz setzen, darüber nachdenken, wie andere die Situationen instrumentalisieren, um letzten Endes die Entwicklungen einer Dunja in Deutschland konterkarieren, weil sie ihr angeblich nicht zugestehen können, dass sie eine vollwertig integrierte Bürgerin dieses Landes ist, die Werte hochhält wie Bildung, wie Gleichberechtigung und gleichzeitig religiös und spirituell ist. Ich glaube, dahingehend haben noch einige Debatten vor uns, aber wir haben einen ersten Schritt gemacht in die richtige Richtung. Ich danke den Zuhörern und ich danke meinen Diskutanten für den heutigen Tag und die sehr wertvolle Debatte. Danke vielmals. Vielen Dank. Dankeschön.